Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge MyTest. So, wir brauchen Gleise und eine Lore. Genau, die waren erschreckend preiswert, sage ich jetzt mal, für das, was wir jetzt haben. Wobei man schon merkt, was wir wirklich am meisten brauchen, ist wirklich Eisen. Also ist schon. Andererseits haben wir natürlich auch massig. Aber na gut, bei den Gleisen dürfte bei uns jetzt wirklich tatsächlich eher das Holz eher das Problem werden. Hatte ich nicht letztens noch irgendwie ein Stack Holz dabei gehabt und nicht gewusst, warum ich eigentlich wieder. Achso, weil ich abgebaut habe. Ich hatte da letztens irgendwie noch ein Stack Dschungelholz dabei, oder ist es der, den ich. Und ich habe ihn wieder reingepackt. Gute Frage. Gut, auf jeden Fall, ja, genau, nehmen wir mal direkt das Holz hier. So. Und dann ansonsten noch ein bisschen Kiefernholz, kann auch nicht schaden. So. Hier haben wir noch ein bisschen Essbarnholz. Einfach mal ein bisschen was mitnehmen. Kann alles nicht schaden. Und dann haben wir noch ein bisschen. Haben wir nicht. Eisen. Wir können natürlich auch gleich gucken, dass wir gleich hier die Dinger hier machen. Das macht ja eigentlich voll Sinn. So, das heißt, wir nehmen mal hiervon 91er Stinkster. Sollte locker reichen. Und dann nehmen wir hiervon entsprechend 2 90er Dingster. So, und jetzt brauchen wir von Holz auch noch 90er Dingster. Und zwar 6 Stück. Ach nee, wir brauchen hier 6. Oh, nevermind. Hä? Hatte ich 2? Oh, ich habe 2 rausgenommen. Voll. Ja, okay. So. Ob wir jemals so viele Gleise brauchen werden, I don't know. Was wir nicht brauchen, können wir jetzt wieder zurückpacken. Ist ja das Schöne. Außer wir produzieren gleich alle Gleise, aber es wäre dumm, weil so viele, das wären ja 27 Sticks. Das wäre ein bisschen viel. So, Holz, wir brauchen. So, naja, whatever. Okay. Brauchen wir das ganze andere Holz gar nicht. Patty erstmal. So, weg. Gleise. Alles. Ja, wie gesagt, das wäre 27 Stacks. Das, ich meine, wir werden im Erzwinge Gleise brauchen. Wenn wir mal ehrlich. Ich weiß gar nicht mehr, was er gesagt hat. Genau, wir brauchen 300 Gleise in die eine Richtung und 820 Gleise in die Richtung. Das heißt, wir brauchen 1100 Gleise ungefähr. Plus bisschen, ne, ich weiß noch nicht genau, was wir da auf der anderen Seite bauen. Ob wir da einen schönen Bahnsteig bauen. Weil es wäre die Frage, ob wir hier auch nochmal einen schönen Bahnsteig bauen oder sowas. Bin ich immer noch ein bisschen unschlüssig. Ich meine, rein theoretisch, ja. Ich weiß halt nicht, oder? Ich weiß halt nicht, ob wir das Ding hier noch jemals brauchen werden. Ich würde es aber schon gerne offen lassen. Von daher könnte man trotzdem hier hinten irgendwie anfangen, einfach so Gleise bauen. Und dann, let's go. So. Ah, wir bauen das mal hier einfach ein offenes Ende hin und dann gucken wir mal später, ob wir es hier vielleicht doch noch ein bisschen ausbauen. Müssen wir mal gucken. So, ja,
6, 7, 8, 9, 10, 11. So, das sollte. Es sind erstmal 11.000. 1.100. Also 1.100. Sollte erstmal passen. Können wir immer noch welche nachbauen, falls das doch nicht reicht. Und wir sind schon voll. Das ist ja eine Scheiße. So, bopp. Und. Ach, leck mich doch. Gut, wir können auch hier ein paar Gleise. Erstmal hier hinten schmeißen. So. Werden wir auf kurz oder lang erstmal brauchen. Und dann kommt als nächstes die Lore. Da brauchen wir. Ach so, ist ja simpel. Bop, 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 bop. Okay. Gut. Wenn ich hier jetzt draufstelle. Genau. Beschleunigt es automatisch dann. So. Dann würde ich mal sagen, bauen wir mal ein paar Gleise. Mal wieder eine schöne Panoramafahrt. Ich meine, alternativ können wir natürlich auch wie normale Leute, wenn denn Tuadi irgendwann mein anderes Home-Gebiet da dann vielleicht auch an den Bahnen angeschlossen hat, oder zumindest in der Nähe dann da irgendwo einen Bahnhof gebaut hat, können wir natürlich dann auch mit der oberirdischen normalen Bahn fahren, auf dem Weg zu fernen Welten. Können wir dann natürlich mit der oberirdischen Bahn fahren, aber das hier wäre dann zumindest schon mal eine direkte Verbindung. Vor allen Dingen eine, wo wir nicht auf Züge warten müssen, weil wir selber die Lore immer dabei haben, hoffentlich. Das heißt, die Lore müssen wir dann immer im Rucksack haben oder so, damit wir immer dabei haben und nicht außerdem vergessen können oder so. Oh. Manchmal wird es aber schon dunkel hier. Eigentlich können wir auch hier so machen, beziehungsweise eher so. Dann wissen wir die 300, also die können wir hier noch anfassen und dann müssen wir schon so ziemlich auf der richtigen Höhe sein. Aber hey, so weit weg können wir gar nicht mehr sein, oder? Oh, 500 Blöcke halt noch. So, na dann. Tut, die Eisenbahn. Dauert jetzt schon viel zu lange. Ich meine, gut, so häufig werden wir zwischen den verschiedenen Wohnungen wahrscheinlich gar nicht pendeln müssen. Weil meine endgültige Idee ist nämlich folgende. Wir bauen von unserem Kraftwerk, also entweder wir bauen auf unserem neuen Gebiet nochmal Atomkraftwerk und entsprechende restliche Infrastruktur. Sprich, Trafos. Wir haben jetzt noch 10 Stück über. Können wir die gleich verwursten. Krank, ne? Stimmt, wir haben noch zwei Switching-Stationen übrig und wir haben noch 10 Konverter übrig. Und recht genau, um einmal auf dem Atomkraftwerk eine schöne MV-Anlage zu bauen. Ist doch.
Ansonsten hätte mich hier quasi an den Wänden so zwei Pipes verlegt. Einmal für halt irgendeine Spannung, also entweder MV oder HV. Und die andere eine Pipe, also eine klassische Pipe. Um dann nämlich zu sagen, okay, wir können einfach ab und zu wie erkläre ich das am dümmsten? Also, ich habe ja von ich zeig's mal kurz. Du musst zwar wieder dahin. Ach, scheiße. Oh. Alles kacke. So. Ich habe ja hier diese eine Pipe, die quasi das ganze Ding, also die Verarbeitungspipeline, hinten mit dem Backend verbindet. Oder mit dem Frontend vielmehr. Ne? Und meine Idee war jetzt, wenn ich hier einfach in der Mitte jetzt ein T-Stück dran mache, beziehungsweise in der Mitte geht es nicht, weil das Ding hat eine höhere Priorität, aber wenn ich zum Beispiel an der Stelle dort ein T-Stück baue, dann müsste ja eigentlich immer jeder zweite Block zu dem gehen und in die andere Pipe rein. Es wäre zwar nicht hundertprozentig aufgeteilt, weil die Frage ist, in welcher Reihenfolge die hier abgefertigt werden, aber auf langer Sicht müsste im Durchschnitt die Sache 1:1 aufgeteilt werden. Und wenn das so, was hier an der Stelle abgeht, das würde ich dann nämlich einfach in den Tunnel legen. Ne, kommt hier von der Höhe auch ungefähr relativ gut raus. Und dann einfach hier lang legen. Und dann würde das direkt zu unserer neuen Base gehen. Ist doch cool, oder? Und schon hätten wir da auch gleich einen Vorrat, der sich langsam aufbaut von diesen Blöcken. Ohne dass wir die gesamte Anlage dort nochmal bauen müssen. Oder dahin verfrachten müssen, was dumm wäre. Weil das Haus hier soll ja komplett intakt bleiben. Ich will ja keine neue Base bauen, sondern nur eine zweite Base. Die auf einer schönen grünen Anlage ist. Das ist ja so meine Idee. Das heißt, das wäre tatsächlich eine Option, die wir machen könnten. Na. Wisst ihr was, damit ich das nicht vergesse? Kann ich das eigentlich sogar schon mal direkt machen? Wie gesagt, wie wir das mit dem Strom machen... Oh, wir haben nur zwei Rohre, schade. Wie wir das mit dem Strom machen, weiß ich doch nicht. Da wäre es wahrscheinlich fast wirklich sinnvoller, einfach noch so ein Ding zu bauen. Und dann auf der anderen, bei der anderen Base hinzusetzen. Oder wir machen wirklich hier, dass wir hier einen Abzweck von dem MV machen. Das war wirklich mit der MV-Leitung rübergehen. Ich weiß, das Problem ist halt, ich weiß nicht, ob man Strom über so weite Entfernungen übertragen kann. Ich meine, wir haben ja jetzt schon teilweise Probleme, dass irgendwie Sachen nicht erkannt werden, weil die scheinbar zu weit auseinander sind oder manche Sachen davon entladen sind, weil wir nicht im aktiven Bereich von denen sind oder I don't know. Und das Problem würde sich damit ja nur noch vervielfachen. Deswegen wäre wahrscheinlich wirklich sinnvoll, bei der anderen Base einfach eine eigene Stromversorgung aufzubauen. So teuer ist das Ganze ja nicht mehr. Wobei, die ganzen Sachen, also hier dieses ganze Concrete und so, müssen wir trotzdem manuell bauen, ne? Weil die Sachen, die wir hierfür brauchen, kriegen wir ja nicht aus unserer Automatisierungsmaschine. Gut, das würden wir bekommen. Genau, das bekommen wir, ja. Aber das hier wiederum brauchen wir als Sand. Haben wir eine Menge. Gut, wir brauchen Eisen, haben wir auch eine Menge. Nasser Zement, Kies haben wir auch noch eine Menge. Ja, es ist also letztendlich alles Sachen, die wir tatsächlich haben. Oder auch nicht. Gut, das hier ist Kohle, ja. Ja gut. Weißer Farbstoff müssen wir auch haben. Was ist das denn hier? Seife, lol. Oh, Bauernmehl. Nur Pflanzen oder Bauernmehl? Das ist natürlich schon heftig. Ich meine, gut, Bauernmehl haben wir auch eine Menge, ja. Aber wir brauchen noch eine Menge. Ja. Das heißt, das Gehäuse könnte nochmal ganz schön teuer werden. Weil wir haben ja hier nur Edelmetalle, die wir bekommen.
Na gut, wir bekommen zumindest schon mal den Blei. Blei brauchen wir ja für den Innenbereich, ne? Ich weiß gar nicht, was brauchte man da alles? Man brauchte die innerste Schale war Blei. Die mittlere Schale komme ich gerade überhaupt nicht drauf. Und die äußerste Schale ist halt dieses Blast Resistant Concrete. Was war diese mittlere Schale? Bunte Blumen. Ja. Okay. Oh ja, jetzt werden die Batterien langsam wieder leer gesaugt. Ach, unsere Anlage unten ist einfach schon deadass. Oh, vier haben wir jetzt bekommen. Oh, guck mal, kommt schon zurück. Oh, ja, wieder neue sechs. Es geht jetzt. Jetzt, wo wir ordentlich Saft haben, geht's ratzfatz, ne? Der ist schon krank. Mal gucken, wie ausgelastet das Ding hier hinten ist. Auch überhaupt nicht ausgelastet. Easy. Easy. Ja, also ich glaube, mit unserem 30-Sekunden-Timer da vorne, was ja letztendlich ein Takt pro Minute wäre, geht ganz gut. Das ist doch brauchbar. Das ist doch geil. So soll es sein. Sehr geil. So. Also wie gesagt, das wäre dann auf lange Sicht auf jeden Fall was man machen kann, dass man, wie gesagt, in dem Rohrsystem halt mindestens eine Pipe installiert, um Sachen zu transportieren. Und wie gesagt, entweder hierüber auch nochmal Spannung überträgt, oder aber das denn auf der anderen Seite nochmal ein eigenes Kraftwerk baut. Weil ich meine, letztendlich irgendwo baue ich auf jeden Fall nochmal ein Kraftwerk. Entweder baue ich dort einen zweiten Reaktorkern hin, einfach weil wir die ganzen 10 Trans, die 10 Trafos über haben. Oder ich baue halt bei dem anderen Haus einen Trafo hin. Einen Reaktor. Und dann kann ich auch gleich bei dem anderen Haus einen Reaktor hinbauen. So, dann hat jeder Haus seine eigene Stromversorgung. Easy. Oha. Ist ja schon groß hier. Aber flach. Und hier geht's wieder runter. Na ja, lassen wir mal so. Oh. Da geht's ja auch raus. Das ist ja mal interessant. Cool. Was sind wir denn jetzt hier ungefähr? Sind wir jetzt schon hinterm Spawn? Obwohl, wir gehen am Spawn komplett dran vorbei. Ah, klar, genau, das hier ist der Fluss, der hier Dings hat. Genau, ja, wow. Das Haus, das Gebiet hatte ich damals extra jemandem gegeben gehabt. Weil er nicht wusste, wie er den Bereich hier protected. Nochmal, und unten rechts sieht man's, unten links sieht man's, Ghost. Ja, hier, da hinten müsste unsere Brücke lang gehen. Da hinten müsste die Brücke sein. Da denke ich gerade. Sind wir hier bei der Brücke oder ist das noch der nächste Fluss? Ich glaube, das ist noch der nächste Fluss. Das ist ja noch nicht die Brücke. Bin gerade ein bisschen
sicher. Wo genau wir jetzt hier gerade. Ich kenne die Flussbiegung, aber ich weiß gerade nicht, wo sie genau ist. Doch genau, da geht es jetzt um eine Kurve und nach der Kurve müsste da die Brücke kommen. Müsste hier sein, das Gebiet. Ja, davon ist sie. Da ist die Brücke. Haha. Sehr geil. Das heißt, wir sind noch nicht am Spawn vorbei. Aber wieso ist da die Brücke? Wie kommen wir denn überhaupt hier hin? Wenn das da vorne die Brücke ist, dann müsste ja dort der Spawn sein. Aber wir buddeln doch am Spawn vorbei. Warte mal kurz. Buddeln wir gerade in die Richtung oder buddeln wir gerade in die Richtung? Wenn ich jetzt richtig denke, müssten wir gerade in die Richtung buddeln. Wir müssten am Spawn vorbei. Und da hinten ist ja der Spawn. Könnte also sein, dass ich gerade einfach nur falsch orientiert bin und wir in die Richtung buddeln. Also von unserer Position jetzt aus nach links und nicht nach hinten. Oh, hier geht's nicht vorbei. Schauen wir mal. Wenn wir nach links bauen, ist alles gut. Müssten wir aber eigentlich. Alles andere würde jetzt keinen Sinn machen. Die Frage ist, wo war die Schlucht? Hier? Genau, da. Und wir bauen... Ja, genau. Wir bauen nach links. So, standen wir gerade und wir bauen von rechts nach links. Also alles im grünen Bereich. Oh. Wir brauchen Brot. Gott. Und wir brauchen Licht. Oha. Oha. Ah gut, nichts, was geschützt ist. Hä? Ist ja hier von Ghost das Ding, oder? Was zur Hölle? Ach, der hat es nach unten erweitert, aber den unteren Bereich hat er nicht geschützt gehabt. Ah. Ja, hier unten ist nicht geschützt. Hoffentlich passt es gerade so. Bin ich noch auf richtiger Höhe? Ja. So, dann baue ich mal hier erstmal temporär einen temporären Übergang. Und leuchte hier mal ein bisschen aus. Oh, hier können doch mal so runterkommen. Also lieber einfach schnell weiterbauen.
Oh, ich bin voll. Ich weiß gar nicht, wie das geschehen konnte. Obwohl, kann auch rein. Brauchen wir nicht mehr. Aktuell. Ich weiß, wenn wir von irgendwas genug haben, dann Cobblestone, aber wir müssen ja nicht unbedingt den Effekt wegschmeißen, nur weil wir schon haben. Aber können wir alles schön bei uns in unsere Materialgewinnungsanlage reinschmeißen. Oh! Das ist jetzt unfortunately. Der Bereich hier vorne ist geschützt. Verdammt. Ach, der verbraucht trotzdem Akku. Einfach leer. Obwohl er nichts abgebaut hat. Dieser Hurensohn. Jo, dann, was sind das hier eigentlich? Wir sind noch, immer noch 300 Blöcke. Boah. Alter Schwede, ey. Wisst ihr, wir müssen eigentlich auch Protektorblöcke machen, um die Strecke gleich mal zu protekten. Ich mache es nachher einfach schnell als Admin. Dann kann ich mir gleich mal angucken, was der Toadi da gebaut hat und ob ich mich durch sein Protected Gebiet durchbaue. Wäre es natürlich nur blöd, wenn wir jetzt da direkt eine Gleisanlage kreuzen. Das wäre natürlich nicht so geil. So. An manchen Stellen doch ganz schön dunkel hier, ne? Naja, was soll's. So, da würde ich mal sagen, machen wir für die Folge Schluss und in der nächsten Folge gehen wir dann mal kurz als Volker rein. Und ja. Gucken dann mal. Bis dann.